Hi und herzlich willkommen zum neuen Unboxing-Video von Spielpirat.de. Wir gehen jetzt auf die Adventszeit zu. Wir brauchen viele Base für die tolle Überraschung. Jeden Tag ein Türchen. Und deshalb heute wieder ein Unboxing, und zwar den B124er, den Cyber Aquario. Ein 105er Spin Track und eine Rubber Flat. Ein Angriffstyp. Und warum präsentiere ich euch den? Der hat jetzt vielleicht nicht ganz so viele besondere Teile, aber die Farbe ist mal außergewöhnlich, ist stylisch, und ich denke schon, dass er interessant sein wird. Und zumal ich habe noch keine Rubber Flat geunboxed gehabt, und ist ja doch mal interessant, vielleicht zu sehen, wie ich über dieses Ding sprechen werde. So. Was haben wir hier? Einen Angriffstypen, klar. Jetzt ein normal starker Angriffstyp. Jetzt nicht die herausragendste Variante. Energy Ring ist so, ja, so lala, halt ein bisschen mehr Angriffstyp. Fusion Wheel, das Cyber ist auch okay. Ja, im Spin-Track-Bereich. Naja, wir haben ja gestern gesehen, und vorgestern und wann auch immer, dass das 85er und 90er doch recht flach ist und somit auch gute Angriffe von unten starten kann. Ein 105er ist halt echt so ein Mittelmaß mittlerweile. Und die Performance-Tipp ist die Rubber Flat. Die ist natürlich sehr stark. Und dann wollen wir mal schauen, wie das alles so original in Farbe und bunt aussieht. Ja. Haben wir hier unser Zubehörset. Und die ganzen Bay-Teile. Na komm, fliegt da raus. Online-Code! Auf BeybladeBattle.com könnt ihr online Beyblade spielen. Und von mir gibt es doch öfter mal einen Code. Unter anderem auf onlinecode.spielpirat.de. Da könnt ihr jeden Tag mindestens einen Code gewinnen. Oder auch wie gestern mal in meinem Video, in den Kommentaren habe ich es reingeschrieben. Und vielleicht machen wir das mal ganz anders. Wartet mal. So. Ich mache es mal so. Ich zeige euch mal einen Teil vom Code. Zack, die erste Hälfte. Schreibt es euch mit und weg ist sie. Die zweite gibt es nachher noch bei mir zu sehen. Alles klar. Was haben wir hier noch? Den ganzen Bay. Mensch, schon wieder zu viel gequatscht. Wieder ranhalten. Das ist das Video zu groß. Hein? Alle klar. Unser Schicket. Reiß sein. Kombi-Ding. Hier haben wir Aufkleber. Ja, auch nicht so viele. Vielleicht klebe ich die auch gleich mal mit auf. So. Könnt ihr sehen hier. Alles blau-gelb gehalten, ne? Blau-gelb, ja. Nicht großartig noch andere Farben. Gut. Die Faceball. Die hatte einen blauen Grundton. Oder hat einen blauen Grundton. So ein normales Mitternachtsblau, ja, sowas in der Richtung, vielleicht ein bisschen heller. Und einen goldfarbenen Aufdruck. Könnt ihr das gut sehen? Ja, ich denke schon. Ne? Ja. Der Energy Ring. Auch in Blau. So ein transparent scheinendes Blau. Von oben drauf gucken. Leicht zackig von außen. Ja. Also ein bisschen drehen hier. Naja. Ein ausgewogenes Höhenprofil. Keine großen Spielereien. Ja. So, kommen wir zum Fusion. Hier auch in so einer Goldfarbe gewählt, ist auch wieder angesprüht, klar.
Wissen ja selbst, dass die teilweise nicht so lange halten im Kampf, aber ich finde sie trotzdem mal ganz gut aus. Man kriegt ihn hier scharf. Ja, na also. Von oben das Cyber. Und dann drehen wir den mal so ein bisschen. Genau. Ne? Der hat ja auch wieder seine drei Parts, wie das Cybertyp eben halt ist. Also ein leichtes ansteigendes Angriffsprofil, ja, ein paar Riffel. Na gut. Okay. Dann haben wir hier das Spintrack. Ein ganz normales 105er. Das ist so ein leichtes Hellblau. Jetzt nicht wirklich was Besonderes. Ne? Und nochmal eine sehr interessante Rubber Flat. Und zwar hatte hier ja, so ein Blau-Metallic-Plastikfassung und eine goldfarbene Rubber Flat. Jetzt weiß ich selbst natürlich nicht, ob die nur von außen irgendwo so, naja, lackiert ist oder ob die Grundfarbe generell von der Rubber Flat so ist. Und dass sie die auch so behält. Ja, das kann ich euch gerade noch nicht sagen. Werden wir aber sehen, wie diese auch bespielt wird. Ne? Das war sehr schwer, scharf zu stellen. Ah, seht ihr? Okay. Gut, bauen wir den nochmal zusammen. Gucken wir doch mal, dass wir hier das Aufkleberset drauf kriegen, bevor ich den Cyber reinstecke. Na toll. Da friemelt man auch schon rum. Leute, ich habe heimlich geübt, geht schon viel schneller bei mir. So lebensgefährlich ist halt auch nicht mehr. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht springt mich gleich so ein Aufkleber an. Hinterhaltig. Gut. Sitzt. Passt, wackelt, hat Luft. Also irgendwie passt ja dieser Blauton von dieser Schraube ja mal überhaupt nicht zum Play, aber egal. So, mal wir gucken auch das Spintrack, wa? Wir gucken, was wir so alles für Blautöne finden und mixen die alle hier durch. Selbst das Zubehör hier, die Reißleine. Und der Starter hat nochmal einen anderen Ton. Irgendwie ist das alles ein bisschen. Naja, aber trotzdem, irgendwie hat er auch schon irgendwas Interessantes, ja. So. Was haben wir hier? Unseren Cyber Aquario. Ich meine, scharf. Genau. Wo sieht er fertig zusammengebaut aus? Drehen wir den mal leicht. Wenn euch unser Video gefallen hat heute, kommt doch gerne bei uns auf Facebook vorbei unter facebook.spielpirat.de oder halt auch bei uns auf unserem Online-Shop unter spielpirat.de. Es werden in Zukunft auch noch neue Projekte gestaltet werden und dazu bekommt ihr sicherlich aber zum Anfang des neuen Jahres mehr. Jetzt geht es erstmal rund bis Weihnachten. Mit unserem Special voran. Ja. Dann schauen wir noch mal, wie er sich dreht. So. Versuchen wir es mal. Okay, wieder mal die Arena-Wand öfter berührt als gewollt. Das ist die zweite Hälfte vom Online-Code. Schreibt ruhig, wer es gewonnen hat. Würde mich interessieren. Ich denke mal, die ersten, die das Video gucken, werden es auch geschafft haben. Wenn ich nicht wieder die Frage bekomme.
für was man so einen Online-Code gebrauchen kann. Naja, ist doch mal ein schöner Bay. Mal gucken, wie er in unserem kleinen Advent-Special auch abschneiden wird, ne? Ich wünsche euch was, ich freue mich aufs nächste Video. Mit euch zusammen, euer Spielpirat.